Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen Haul für dich, da hat sich ein bisschen was angesammelt. Und wenn du Bock drauf hast zu erfahren, was so neu bei mir eingezogen ist, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ein bisschen was, was ich mir selber bestellt habe, ein bisschen was ich zugeschickt bekommen habe, ist damit am Start. Und ja, wir starten einfach mal. Ich habe hier von Benefit, ich bin ja in diesem Benefit Club Pink mit drin, etwas zugeschickt bekommen. Also da bekommen wir die Neuheiten immer so zugeschickt. Zum einen ist hier so ein Brow Pass drin, um die Augenbrauen in Form zu bringen. Und der ist halt leider nur bis zum 15.11. gültig. Ich weiß nicht, ob ich es vor der Geburt von Mr. Bauche jetzt noch irgendwo hinschaffe. Müssen wir mal gucken. Also das war hier auf jeden Fall mit drin enthalten. An und für sich eine richtig gute Idee tatsächlich. Denn ich habe ja damals auch bei Benefit mal mit meiner Mom, beziehungsweise war ja in Douglas, ne? War das Paulina? Wie hieß die? Oder Paula? Ich weiß nicht. Eine wundervolle, wunderschöne Dame getroffen, die mir die Augenbrauen gemacht hatte. Und irgendwie hatte ich das auch für Umme irgendwo in der Glossybox mal drin gehabt. Und dann hat sie mir die Augenbrauen gemacht. Und daraufhin habe ich dann auch gelernt, dass ich meine Augenbrauen mal ein bisschen mehr wuchern lassen sollte. Und seitdem läuft es auch ein bisschen besser mit uns beiden. Mit uns dreien eigentlich, meinen Augenbrauen und mir. Genau. Ja, dann habe ich in diesem riesengroßen Paket, das ist ja echt der Wahnsinn in Tüten, habe ich ein Produkt drin enthalten dann noch. Und zwar das Gimme Brow Plus Volumizing Pencil. Das ist jetzt hier in der Farbe 4, was ich sehr interessant finde, weil das ist jetzt ja nicht unbedingt so meine Farbe. Und 12 Hour Long Wear Transfer Proof Waterproof Natural Looking Texture and Fullness. Easy Mess-Free Application. Da bin ich ja mal echt gespannt. Das ist halt einfach ein relativ neuer Augenbrauenstift, ne? Den es jetzt bei Benefit zu kaufen gibt. Und Benefit steht ja auch für Augenbrauenprodukte. Das finde ich immer sehr, sehr cool, wenn man dann die Möglichkeit bekommt, die Produkte zu testen. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt irgendwelche Fasern oder so drin sein sollen. Da sehe ich jetzt so nichts von. Für mich sieht das jetzt einfach nach einem anspitzbaren Stift aus, der sehr, sehr dunkel ist. Also das ist jetzt wirklich dunkelbraun oder braunbraun. Ob das hinhaut, das müssen wir mal gucken. Ne? Und dann habe ich hier natürlich noch einen Spoolie hinten dran, weil es die Full Size ist. Ja, ist wohl neu. Wird ausprobiert, bin ich gespannt drauf. Und sortieren wir das mal ein bisschen. Das ist jetzt ein bisschen schief gelaufen. Ich konnte mal wieder in der Nacht nicht schlafen. Also bei mir ist es halt öfters so, seitdem ich halt wirklich schwanger bin, habe ich das ja sowieso, dass ich die Nächte nicht mehr wirklich durchschlafen kann. Ne? Also 14.11. ist übrigens der geplante Entbindungstermin. Das ist nicht mehr lang. Und wie soll ich das sagen? Jetzt so seit einem Monat oder so ist es richtig krass, dass es nicht nur so ist, dass ich alle ein, zwei Stunden auf die Pipi-Box muss, sondern ich bin wirklich zwischen 3 und 5 oder zwischen 4 und 6, das ist immer so ungefähr die Zeit, hellwach. Also da kann ich alles machen. Ich kann dir eine Steuererklärung in der Zeit machen. Das ist echt crazy. Und ja, die Zeit nutze ich dann einfach gerne, um Kommentare zu beantworten oder E-Mails zu beantworten. Oder um online shoppen zu gehen oder mir ein Video anzugucken. Dann habe ich jetzt gerade gesehen, dass die liebe Tara, Tamtam Beauty, eine neue Kollektion bei DM auf den Markt gebracht hat. Ja, und dann habe ich mir die einfach bei DM bestellen wollen online, ne? Weil ich dachte, da extra jetzt hinfahren und so. Und wer weiß, ob da noch was im Aufsteller drin ist und so. Das ist ja ein bisschen blöd. Habe dann gesehen, geil, kannst du bei DM online bestellen. Habe ich dann bestellt. Heute Morgen habe ich dann eine Nachricht gekriegt. Oh, ihre Bestellung ist abholbereit im DM-Markt. Nein, ich habe mich vertan. Mist, musste ich also doch zum DM hin. Bin ich runtergetingelt und runtergefahren und habe mir die dann geholt. Ja, und jetzt habe ich es hier. Ich wollte es eigentlich nach Hause geschickt bekommen, aber was soll's, ne? Dann bin ich halt eben zu DM gefahren. Ja, also, dann habe ich hier einmal nämlich die Lidschattenpalette, beziehungsweise die Lidschatten- und Face-Palette, The Classics, die Go-To-Palette oder To-Go-Palette, was ich halt ziemlich cool finde. Ich teste mich ja durch meine Lidschattenpaletten sowieso über das ganze Jahr schon durch, ne? Und ich bin jetzt gerade auch bei denen von Tamtam Beauty und habe jetzt auch gerade die Sundown, glaube ich, drauf, also auf dem ganzen Gesicht, weil da ist ja auch Blush Bronzer Highlighter mit dabei, ne?
Und die finde ich richtig gut. Und deswegen wollte ich die so oder so auch haben, also die Palette auf jeden Fall, dass ich da halt so meine Kollektion von den Tamtam Beauty Produkten halt voll mache oder voll habe. Und ja, hier haben wir dann die Palette. So schön sieht das jetzt nicht von außen aus. Das sieht schade. Also ihr seht das wahrscheinlich, ne? Also ich mag das gerne mit diesem, sie nennt es ja, ist ja dieses Epoxidharz, ne? Aber ich glaube, ihr seht es auch, da sind überall Klebereste drauf. Das ist ein bisschen schade, weil, ja, das möchte ich ja eigentlich nicht. Sieht ja nicht so hübsch aus, ne? Und das ist irgendwie auch schief aufgeklebt, also schade. Also optisch gesehen, ne? Es ist halt einfach, weil für mich sind das alles Sammlerstücke und, ja, egal. Dann ist es halt so. Dann haben wir hier die, den Blush, den ich übrigens richtig schön finde, der erinnert mich auch sehr an den Blush von der Sundown Palette, den ich heute drauf habe. Und Contour und Bronzer, 4 Lidschatten sind drin enthalten. Ja, es ist wirklich schade, dass da kein Highlighter drin ist. Bin ich ehrlich, das habe ich sonst immer sehr gefeiert, dass wir da halt eine Full-Face-Palette drin hatten. Und auch schön ist definitiv, dass die Farben Namen haben. Aber auch da hätte ich gerne gehabt, dass es halt in diesem ja, Produkt mit eingedruckt gewesen wäre. Und ne, das wäre dann irgendwie cooler gewesen. Ja, hiermit kann man auf jeden Fall auch Looks schminken. Definitiv. Ne? Das sind auch einfache Looks. Wir haben einen einzigen Schimmerton leider nur mit am Start. Hätte ich mir echt gewünscht. Keine Ahnung. Sie sagte zwar, sie möchte oder wollte beide Bronzing-Töne oder ein Konto und den Bronzer mit drin haben, um das Ganze inklusiver zu gestalten. Aber so ein heller Ton fehlt einfach in der Palette, weil so die ganze Palette sieht halt super dunkel aus. Natürlich hast du hier die Möglichkeit, dass du hier auch einen Eyeliner-Ton mit drin hast. Das hier könnte für mich auch ein Augenbrauenton sein, Augenbrauenpuder, ne? Ja, aber gut, so ist das Leben. Wir gucken uns einfach mal den Schimmerton an und... Okay, schön. Und diesen Senfton kann ich ja auch swatchen. Ich werde die Palette sowieso dann auf meinem Auge auch verwenden, ne? So sehen dann die beiden Töne aus. Hübsch. Mag ich. Ja, der Schimmerton ist hübsch. Der Senfton ist intensiv. Genauso mag ich das, ne? Das kann man gut verwenden. Und der Schimmerton ist auch eher ein Topper, weil der nicht so die super Deckkraft oder sowas hat. Das heißt, der wird dann halt auch auf dem Auge nicht so ganz so dunkel rüberkommen, was ich schön finde. Und du kannst natürlich auch diese Blush- und Bronzer- und Konturtöne mit in dein Augen-Make-up integrieren. Also es ist schon cool. Wie gesagt, ich persönlich hätte mir einfach einen helleren Gedönse noch mit dazu gewünscht, aber wir sind hier nicht bei Wünsch dir was, sondern bei so ist es, ne? Genau. So. Ich bin irgendwie vollkommen aus der Puste. Aber gut. Jo. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist alles, es ist alles kurz vor Schlupftag, ne? So, dann habe ich mir, ich habe mir das komplette Sortiment bestellt. Das hier ist einmal dieser Schwammhalter. Das ist eigentlich eher so ein Gimmick, ne? Also packe ich jetzt auch gerade nicht direkt aus, packe ich später aus, weil finde ich jetzt relativ unspektakulär für so ein Unboxing. Perfect Sponge habe ich jetzt hier auch mit drin, also quasi den Make-up-Schwamm, jo, den sie so angepriesen hat. Ich finde den relativ fest, ne? Aber geht vollkommen klar, ist halt schwarz. Kannst du dann in den Keeper reinmachen. So, 2 verschiedene Puder habe ich und dann noch die Lippengeschichten. Lip Gloss and Liner habe ich jetzt hier einmal drin enthalten. Da habe ich einmal die Farbe 05 Ave und 03 Maya. Also ich mag gerne die Lipglosse von Tamtam Beauty. Das Problem, was ich mit den Lipglossen hatte, ist, dass die mir recht schnell gekippt waren. Und das fand ich ein bisschen blöd. Also da bin ich jetzt bei dem hier einfach mal gespannt, wie lange der mir halten wird. Aber ich fand halt, als sie die auch gezeigt hat in ihrem Video, sehr, sehr schön. Ne? Also einmal hier der Lip Liner. Und hier der Lip Gloss, das kann man halt so im Set kaufen. Und ich kann euch das ja mal nebeneinander swatchen, dass wir uns das angucken können. Oh, der Liner fühlt sich wirklich toll an, hat ein schönes Tönchen. Also ein schönes bräunliches Tönchen, sehr natürlich. Mag ich gerne leiden. Ja, der riecht einfach nach nichts. Weil die Lipglosse, die ich jetzt hier hatte von ihr, die sind alle knetgummimäßig stinkig geworden. Und da kannst du die dann echt was Schönes mit auf die Lippen schminken, ne? Das sieht schon gut aus.
Also vielversprechend finde ich persönlich einfach. Mag ich gerne leiden. Schöne, schöne Geschichte. So, basteln wir das hier wieder rein. Ja, ich bin ja so ein Ordnungsfanatiker, ne? Das ist ja manchmal ganz schön nervig mit mir. Vor allem für mich ist es nervig mit mir, weil ich dann diese Ansprüche habe, dass alles ordentlich sein muss, ne? Ja, jedenfalls bei mir. Bei anderen ist es mir pups egal. Banana Loose Setting Powder und das Loose Translucent Powder. Da bin ich einfach mal gespannt. Das brauchen wir jetzt nicht swatchen oder so. Das Banana Loose Setting Powder ist ja das Banana Puder aus ihrer Bridal Collection Palette. Nur halt in loser Form. Und das See-Through Translucent Powder soll halt irgendwie dann ja auch in dem Sinne heller sein als das, was sie vorher hatte. Oh ja, das hat definitiv noch einen rosa Touch mit drin. Das finde ich jetzt gerade richtig, richtig geil. Das feiere ich. Ich drehe das mal wieder richtig zu. Und dann zeige ich euch die mal so nebeneinander. Gucken, ob man das so sieht. Ja, ne? Also hier haben wir dann das Translucent Loose Powder und hier das Banana Setting Powder. Ich bin ja eigentlich kein Fan von Banana Powdern mehr so in dem ultimativen Sinne. Wobei ich gestehen muss, ich verwende in den letzten Wochen täglich unter den Augen Banana Powder von Fenty Beauty in der Farbe Butter. Genau, hierüber freue ich mich aber sehr, weil das einfach optisch mehr zu mir passt, weil ich ja einfach heller bin vom Teint her. Wohingegen das Banana Powder nice to have ist, aber kein must have, aber ich werde es ausprobieren. Definitiv, alle beide werden ausprobiert. Und ich finde es gerade ziemlich cool, dass ich mir wirklich beide bestellt habe. Ich bin gerade ein bisschen baff, dass ich dann in meiner geistigen Umnachtung tatsächlich auf die Idee gekommen bin, mir beide zu bestellen. Schön! Ja, so viel zu dem Tamtam Beauty Part. Ich trinke meinen Schluck. Purish ist ein Purish. Genau, oh Gott. Ja, manchmal ist es mir auch eingefickt, ich weiß. Purish ist ein Kooperationspartner von mir, wo ich auch einen Code habe, Claudiswelt15, der gilt auf viele Marken. Schaut da gerne einfach mal vorbei, ne? Also entweder nehmt ihr meinen Gönn-Link, das ist quasi ein Affiliate-Link, der einfach direkt zum Online-Shop führt, oder ihr verwendet einfach meinen Code, denn auch wenn ihr den Code im Online-Shop eingibt, im Warenkorb, aber halt nichts von den Marken im Warenkorb habt, worauf der Code aktuell gilt, bekomme ich trotzdem eine Provision, ne? Da denkt man aber eigentlich jetzt nicht so unbedingt direkt immer dran. Auf jeden Fall haben die auch Neuheiten. Zum einen habe ich hier den Nabla Lift and Brow Fix Gel. Nee, Nabla Lift and Fix Brow Gel. Doch, Clear Brow Gel, also quasi ein Augenbrauengel mit 8 Millilitern, habe ich noch nicht ausprobiert. Möchte gerne ausprobiert werden. Und draußen rasten Hunde aus. Okay, läuft bei euch. Merke ich wohl. Und das habe ich tatsächlich auch schon online gesehen. Ich finde es einfach vom Packaging wunderschön. Das ist so wie eine Perle. Man sieht es, glaube ich, vom Shift her, ne? So holographisch. Und ja, soll halt die Augenbrauen fixieren. Sowas mag ich. Ui, was ein cooles Bürstchen. Ganz schön laut draußen. Alles, ne? Naja, sehr interessantes Gummibürstchen, muss ich wirklich sagen. Für ein Augenbrauenprodukt, ne? Das ist echt faszinierend, muss ich sagen. Ja, das werde ich auch mal ausprobieren mit euch zusammen. Ich glaube, viele der Produkte kann ich euch dann auf Instagram auch ein bisschen schneller zeigen, als wenn ich das jetzt irgendwie so versuchen würde, in einem Schminkvideo noch reinzubringen, reinzupressen, was das Wort ist. Jetzt so 3 Wochen vor Geburt. Wird, glaube ich, ein bisschen schwierig, ne? Aber das hier, ja, gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Dann, das werde ich mit euch auch auf Instagram, oder habe ich schon, teilweise testen, aber einen Teil davon werde ich auch in einem ungeschönten Video verwenden, was ihr Ende des Monats sehen werdet, weil da möchte ich meinen Halloween-Look mitschminken. Genau, da habe ich nämlich jetzt auch ein paar Produkte aus der Kollektion Sister Love LE mit Essence und Catrice zugeschickt bekommen. Das hier ist ein Pinsel, über den freue ich mich wie Bolle. Der Evil Queen Pinsel von Essence, der ist so hübsch, erinnert mich einfach so extrem krass an Fenty Beauty, an Rare Beauty, weil das halt so ein abgeschrägter ist, aber der ist nicht ganz so mega fest. Das heißt, da kann, der ist größer. Den kannst du auf jeden Fall deutlich besser abwaschen, weil der von Rare Beauty, der stellt mich jedes Mal vor eine riesen Herausforderung. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn wirklich. Er ist großartig. Mit dem lässt sich wundervoll Foundation auftragen. Aber jedes Mal, wenn ich ihn benutze, denke ich mir schon beim Benutzen, oh mein Gott, den musst du ja nachher auswaschen und das wird ganz schön nicht so geil. Und bei dem hier kann ich mir das besser vorstellen, weil er sich halt auch besser so pressen lässt und so, ne? Dann kann ich den besser waschen.
Ja, schön, dass man auch danach seine Tools aussucht, ne? Und der fühlt sich halt schön an. Ich mag den wirklich gerne leiden. Oh, was ein weiches Schätzelein, du. Genau, zack. Dann habe ich außerdem hier von der Evil Queen Essence den Maxi Blush auch mit drin gehabt. Und der ist halt so richtig so, wie ich aktuell halt gerne Blushes trage. Das ist so ein bisschen mehr in diese herbstliche Richtung, ne? Mehr in dieses Terracotta-Move-mäßige, mehr ins Kühlere. Und ja, das passt auch tatsächlich. Also jetzt, heute habe ich auch einen Blush drauf, der halt mehr so in dieses Kühlere reingeht. Und ich habe auch mit meiner Freundin Sandra letztens gesprochen. Die hatte mich auch gefragt, ob ich irgendwie die Möglichkeit habe, ihr eben auch so einen Blush mal zu geben. Habe ich gemacht und hat sie sich sehr drüber gefreut. Und da habe ich auch schon wieder einen Krümel hier oben. Mensch, Krümelparty immer im Gesicht, ne? Love at first bite. Und dann hast du halt hier diese Todesäpfel quasi da die ganze Zeit am Start. Also ich habe gedacht, das wären halt quasi Kürbisse. Böse Kürbisse. Aber dann sagte Sarah Isabel, als sie hier war und das Paket halt angekommen ist, nee, das ist der Apfel. Ne? Und dann habe ich auch dazu noch passend die Palette von der Evil Queen. 14 Farben haben wir hier drin enthalten. Sehr, sehr interessante Fändchenanordnung, ne? Also das ist wirklich ein bisschen anders, finde ich bei der ganzen Collection halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich stand auch heute noch dann bei DM vor diesem Aufsteller, weil ich mir gedacht habe, nehme ich noch vielleicht das ein oder andere mit oder so. Habe mich dann aber dagegen erstmal entschieden, weil ich mir erstmal die Produkte so in meinem Gesicht angucken wollte. Und bei Purish kriegen wir die Produkte ja auch immer noch eine ganze Weile. Also von daher bin ich da ganz entspannt. Ja, und damit kann ich auf jeden Fall auch was schminken. Aber die Palette, die mich eigentlich am meisten interessiert, und das ist auch die Inspiration für meinen Halloween-Look. denn ich habe das passende Kostüm dazu, Leute. Das ist die Cruella Eyeshadow-Palette von Catrice. Ja. 18 Gramm sind hier drin enthalten. Was ich hier so ein bisschen, ne, das ist halt nicht diese Cruella, die halt hier abgebildet ist mit ihrem grünen Lidschatten und so, sondern es ist die Cruella, die Emma Stone, oder wie heißt die, in der ganz neuen Verfilmung, ne, gespielt hat. Also, ja, das ist halt eher so der Look dazu, weil du hast hier kein Grün drin. Das ist halt eine super kühle Palette, wo du nur irgendwelche Grautöne und kühlen Brauntöne drin hast, dieses Rot, was so ein bisschen ja auch an die Handschuhe und an die Lippen von Cruella erinnert, was dann natürlich auch schwer ist zu verwenden, muss ich gestehen, aber gut. Ja, ne, das wird mich fordern. Was ich aber an der Palette sehr cool finde, ist, dass wir hier in einer einzigen Palette super viele verschiedene Texturen drin haben und dass wir einen schmalen Taler, ne, den man halt in der Drogerie bezahlt. Miss Deville ist ja hier so ein Ton, der so dieser Petrischalen-Gedönsen ist, weil das dieser Ton ist, der so mit Huda Beauty hat ihn ja zuerst, glaube ich, rausgebracht, ne? So gelig und dann so aufplatzbare Viecher mit dabei, also diese Farbpunkte, Farbdinger, was auch immer. Und dann haben wir hier Schimmer mit drin, wir haben matte Töne mit dabei, wir haben aber auch grobere Schimmer mit dabei, wir haben diese gesprenkelten Geschichten am Start, wir haben hier einen Ton, der so zweigeteilt ist, ne? Das ist so passend optisch definitiv und ich finde es einfach cool, dass überhaupt tatsächlich die Drogerie so krass nachzieht und sich so intensiv an den ganzen High-End-Geschichten auch orientiert. Und ja, das ist meine Inspo. Wisst ihr Bescheid? Kleiner Spoiler schon mal. Dann habe ich aus der Kollektion noch ein bisschen mehr hier auch am Start. Also da hat Purish sich nicht lumpen lassen, als sie mir das geschickt haben. Den Primer, der mich so sehr an den von Love erinnert. Leute, es ist so traurig, ne? Love schließt die Tore. Wisst ihr Bescheid? Krass. Richtig traurig. Naja, auf jeden Fall ist das hier von Catrice, der Face Primer Luminous Space 30ml Maleficent, genau. Und den werde ich dann natürlich auch verwenden. Finde ich ganz cool. Ich mag das einfach. Ich mochte auch den Aura Glow Primer, oder wie, nee, nicht Aura Glow, wie heißt der denn? Ich habe den Serum Primer Rampampam von Love halt auch sehr, sehr gerne. Deswegen finde ich es cool, dass die ehemalige Schwester Catrice das dann auch mit aufgenommen hat. Dann habe ich hier etwas für die Lippen. Electric Glow Evil Queen. Also die Evil Queen ist sehr gut vertreten hier. Aber das sieht, ja, das sieht von außen billig aus, muss ich ehrlich gestehen. Ne? Kinderschminke ist am Start, aber
Moment. Na, geh auf. Da ist dieser Klebi drüber. Sowas rückt mich auf hier. So, so haben wir es hingekriegt. Sehr schön. Das ist so beautiful. Passt nicht zu Evil Queen, ne? Weil die Evil Queen ist ja definitiv vieles, aber jetzt nicht so pink, flink, Glitzer, Tüllü. Aber schön. Ich mache das gerne leiden. Ja, kann man nicht anders sagen, ne? Finde ich gut, freue ich mich drüber. So, und eine Mascara ist auch noch mit am Start. Und zwar auch von der Evil Queen, die I Love Extreme Evil Queen Volume Mascara. Die gibt es ja normalerweise auch im Standardsortiment. Haben wir jetzt hier aber in der Limited Edition mit drin. Und das finde ich auch ehrlich gesagt von Catrice und von Essence ziemlich cool, dass sie dann bei einigen Produkten das so machen, dass die einfach Produkte aus dem Standardsortiment in einem anderen Verpackungsdesign rausbringen. Jau! Faserbürstchen, sehr, sehr, sehr voluminös, sehr, sehr cool. Freue ich mich, doch. Jo, riecht nach Mascara, kann man machen, Mr. Bauri tritt mich. Doch, Mutti wird sich noch schminken, ganz viel, weil Mutti das gerne macht. So nehme ich. Genau, dann gucken wir jetzt mal hier weiter. Und zwar, Sarah Isabel war hier und wir haben mir ein Schminki gemacht, was erst November online kommt. Also wir mussten natürlich ein bisschen was vorproduzieren, ist klar. Und da sind wir irgendwie zufällig auf die Luvia Homepage gekommen und haben gesehen, dass sie da gerade richtig fetten Sale hatten. Und sie hatte mir schon vorher einen von diesem Pinselset hier vorgeschwärmt, ne? Und auf einmal war das so krass reduziert. Hatte sie dann auch bei sich in der Story reingepackt. Mega geil. Das Prime Vegan Moments Pinselset mit 7 veganen Pinseln. The Queen. Also im Prinzip ist es halt einfach das gleiche Pinselset, was ich wahrscheinlich schon da habe. Ich habe ja das Prime Vegan Pinselset hier. Ich habe auch das Prime Vegan Candy Pinselset hier, wobei die beiden sich auch ein bisschen unterscheiden. Aber das fand ich optisch total genial. Ja, Verpackung und so, ne? Das ist, es ist hübsch, definitiv, aber ich bewahre halt so eine Verpackung einfach nicht auf. Bin ich ja auch ehrlich, ne? Und ja, aber drin geht die Party so hart ab. Also das ist so geil. Und ich glaube, das werde ich dann auch tatsächlich für meinen Halloween-Look verwenden. Hier haben wir ein Schwämmchen drin. Der ist ein bisschen anders. Der ist irgendwie hübsch, finde ich. Ne? Das ist, der ist ein bisschen grobporiger, das sagte Sarah Isabella aber auch. Die hat nämlich auch einen Code, den ich dann auch direkt verwendet habe für andere Produkte. Das galt jetzt nicht auf Sale-Artikel. Ne? Der ist ein bisschen grobporiger, aber der glitzert so schön. Voll hübsch. Stinkert. Muss gewaschen werden erst. Weiter. Wie? Dann sind hier die ganzen Pinsel einmal erklärt, was ich immer ganz nett finde. Es ist immer sehr anwenderfreundlich. Zack. Tüt. Luvia macht Kunst und schont die Umwelt. Alle Sets besitzen durch ihre liebevolle Handfertigung einen eigenen und unikaten Charakter und so weiter und so fort. Das ist nett, steht damit bei. Dann haben wir hier halt so einen Behälter. Der wandert bei mir immer weiter, weil ich meine Pinsel halt etwas anders auch bewahre, weil ich einfach ein paar mehr Pinsel habe als so, weil es halt für mich Arbeitsmaterial ist. Ich wundere mich gerade nur ein bisschen, weil eigentlich... Ah, das ist hier mit drin, okay. Hier haben wir nämlich das Pinselset und hier ist noch ein Reinigungstool mit dabei. Das habe ich nämlich schon in rosa und das ist richtig, richtig gut. Das pappst du dir einfach an dein Waschbecken und kannst damit die Pinsel reinigen. Das heißt, das hier werde ich dann demnächst mal weitergeben. Ist ja nicht schlimm, ne? Besser haben als brauchen, finde ich. Ein ganz tolles Pinselreinigungspad. Wirklich cool. Und hier haben wir dann halt 7 Pinsel drin enthalten mit Silikabeutelchen. Das hast du nicht gesehen. Die gucken wir uns mal an. Oh ja. Oh. Oh, genau. Und das hatte ich natürlich online auch schon gesehen. Ich kaufe bei sowas ja nicht die Katze im Sack, weil auch wenn es reduziert ist, war es ja trotzdem jetzt nicht super günstig. Also, ne, deswegen, aber die sind schon anders als die, die ich habe, muss ich sagen. Wobei die mich schon an das Prime Vegan Candy Pinselset erinnern, bin ich auch irgendwie ehrlich, aber nicht alle. Also da ist schon der eine oder andere dabei, der jetzt ein bisschen unterschiedlich ist. Naja. Auf jeden Fall haben wir hier so ein richtig schönes weinrot-schwarzes Design. Ein bisschen diese helleren Spitzen, aber wunderschön. Und ja, hier haben wir halt so einen ganz normalen Bufferpinsel mit dabei für Foundation-Einarbeiten. Den finde ich richtig, richtig cool. Und ich glaube, den habe ich so auch noch gar nicht, weil der so, ne, zusammengedrückt und dann oben so
abgerundet ist. Solche Pinsel liebe ich tatsächlich. Dann habe ich hier noch einen für Rouge mit am Start. Das hier ist so ein Prime Vegan Moments Small Highlighter Pinsel. Den kannst du aber auch für sehr grobe Blendearbeiten verwenden. Das ist ein zusammengedrückter Blendepinsel, auch genannt Flat Shader. Dann, das ist eigentlich eher für Concealer gedacht, aber auch damit kann man sehr schön andere Lidschatten auftragen, wenn du sehr punktuell rund arbeiten möchtest. Und das hier ist so ein Crease-Pinsel, die Fine Shader, der ist halt so abgeschrägt. Da kannst du mit Schlupflidern halt auch sehr schön in die Lidfalte, beziehungsweise die Lidfalte etwas höher ziehen. Richtig, richtig cool. Freue ich mich drüber, dass ich diese Pinsel habe, weil die einfach auch so ein bisschen dunkler aussehen. Sarah Isabel hat definitiv nicht übertrieben, als sie bei mir geschwärmt hatte. Dann habe ich noch ein bisschen was zugeschickt bekommen von Yepoda und von Beautymates. Ein bisschen Produktnachschub, das kann ich euch auch einfach mal schnell zeigen. Ja, das ist jetzt ein Hut. Ne? Ein Sonnenhut, das ist halt so ein typischer Claudi wird zum Tomatenzüchterhut. Und das finde ich eigentlich ganz hübsch. Also jetzt mit Bommel geht es halt voll nicht klar, aber ihr wisst Bescheid. Aber wenn ich dann halt im Garten arbeite, ist es eine ganz coole Geschichte. Den gab es, glaube ich, eine Zeit lang für Oma mit dabei oder so. Ich weiß nicht, aber den kannst du auch bestimmt dort auf der Homepage noch kaufen. Dann ist mir ja mein SPF BFF leer gegangen. Das ist mit einer leichten Tönung, Lichtschutzfaktor 30. Auch ein schöner Lichtschutzfaktor, kann man gut mitarbeiten. Der ist feuchtigkeitsspendend und jetzt im Winter halt auch eine einfache Geschichte, ne? Weil der hat eine leichte Tönung mit dabei. Das heißt, da muss man dann immer ein bisschen aufpassen, dass es halt von der Farbshade her auch so ein bisschen passt. Und hat aber auch in dem Sinne eine schöne Feuchtigkeitsspendung fürs Gesicht und so. Also für den Winter finde ich den persönlich gut. Dann habe ich noch einen Nachschub von dem Multibalm bekommen. Jo, den habe ich ja schon, genau. Und jetzt habe ich hier nochmal einen Nachschub. Einmal habe ich hier die Umverpackung, die Leerverpackung. Und dann habe ich noch die neuen Farben Perfect Peach und Champagne Shower. Champagne Shower ist nämlich eher so ein Highlighter-Tönchen, wie man hier ja auch sehen kann, ne? Und dann kannst du dir halt entweder das Refill einzeln kaufen oder halt in Kombination mit dem Stick, wo du es halt reinmachen kannst. Und dann kann man das relativ easy da einfach reinklicken und fertig ist die Laube. Sowas finde ich auch immer ganz praktisch. Ja, und das System hat sich ja Yepoda dieses Jahr auf die Kappe geschrieben, sodass man im Prinzip mit dem SPF BFF mit einer leichten Tönung und halt Blush und Highlighter schon so ein bisschen in die dekorative Kosmetik-Schiene reingeht, was ich irgendwie nice finde. Ne? Yepoda K-Beauty, ich weiß nicht, ob aktuell Claudi 30 gilt oder sowas, müssen wir mal schauen. Ne? Und dann habe ich noch ein bisschen Nachschub von Beautymates bekommen. Es ist natürlich so, dass die Firmen mit mir jetzt auch schon für die nächsten Monate auch vorgeplant haben, dass wenn ich dann im Wochenbett bin, dass ich dann trotzdem die Sachen da habe und dann nicht irgendwie so, oh mein Gott, ich brauche noch dies, das, Ananas und so weiter, was ich sehr, sehr cool finde. Und ich weiß nicht, wie lange das mit dem Wochenbett und mir funktionieren wird, aber ich werde dann ja auch irgendwann wieder auf die leichtere Pflege umsteigen, ne? Und es ist ja auch so, dass quasi meine Haut auch wieder ein bisschen chilliger sein wird. Hier haben wir dann tatsächlich Hyaluron Cream Boost, das ist veganes Produkt, also alle Produkte von Beautymates sind vegan. Hergestellt in Deutschland, Hyaluron Cream Boost, habe ich schon gesagt, naja, normale Haut. Und das ist halt diese Grundcreme, die ich immer verwende, die ich jetzt natürlich auch erstmal zulassen werde und wo ich dann entsprechend meine Booster auch dann immer mit reinpacke. Und das ist halt auch eine Creme, also die Hyaluron Cream Boost auf jeden Fall, die ich über den ganzen Tag auch immer wieder auffrische. Also wenn ich halt ungeschminkt bin, klar. Ne? Also es ist meistens so, dass ich meinen Morgen halt starte, mich halt fertig mache und dann schon anfange am PC zu arbeiten, Videos zu editieren und so weiter. Und dann irgendwann nachmittags halt hier hochgehe, um dann zu drehen oder so. Und vorher frische ich tatsächlich meine Hautpflege auch noch auf. Das ist immer ganz praktisch, weil das hier kannst du auch super als Primer verwenden. Und wenn ich mich dann halt eben schnell schminken möchte, dann habe ich schon mal einen Primer am Start. Also quasi durch die Hyaluron Cream Boost. Ich finde die richtig klasse. Dann habe ich noch ein paar Booster jetzt bekommen. Den habe ich schon in Anwendung, den Augenlifting Booster. Ist mit Phytokomplex und Vitamin B3. Das sind ja Niacinamide. Oh, so geil. Also das wird auch ein Produkt sein, was ich einfach wahrscheinlich hart feiern werde während meiner Schwangerschaft, ach Quatsch, während meiner Stillzeit und während Babyboy am Start ist. Also quasi während Babyboy verlangt, dass ich jeden
jede Sekunde meines Lebens damit verbringe, ihn zu stillen und für ihn da zu sein. Und meine Augenringe wahrscheinlich von hier bis nach Mitten gehen werden. Und da ist einfach das sehr, sehr präventiv, weil das halt auch so aufhellend wirkt und so. Ne? Das macht richtig Freude. Den Augenlifting-Booster, den packe ich mir pur unter die Augen, aber auch auf die Augenlider drauf. Das macht so einen leichten Lifting-Effekt halt. Aber vor allem unter den Augen, dass die Augenschatten wegkommen. Oh, das ist echt ein Traum, ich sag's euch. Etwas, was dann wahrscheinlich auch in Einsatz kommt, hier ist der Koffein Wake Up Booster mit Koffein und Kupferkomplex. Das ist ein ganz, ganz tolles Produkt, was einfach die Haut belebt und wo ich einfach, also quasi, ich kann meinem Körper von innen die Tasse Kaffee geben und das hier ist von außen die Tasse Kaffee, ne? Kann ich sehr gut gebrauchen. Und dann habe ich hier auch noch den Pore Minimizer Booster mit Vitamin C und Vitamin B3 und auch da Niacinamide, hautberuhigend und so. Und Vitamin C ist dann auch schon wieder hautaufhellend. Du wirst niemals deine Porengröße an und für sich ändern können, aber du kannst die Poren halt dadurch, dass du sie reinigst, dadurch, dass du sie aufpolsterst, kannst du sie optisch verkleinern. Das ist eben immer so die Sache, ne? Genau. Und das ist mitunter einer meiner Lieblingsbooster. Eigentlich sind das hier die drei meiner aktuellen Lieblingsbooster. Darf ich auch in der Schwangerschaft und Stillzeit verwenden, deswegen freue ich mich da tierisch drüber. Auch bei Beautymates habe ich einen Code, den habe ich euch schon eingeblendet und da Claudi 30 müsste das sein, ne? Gönnt euch hart. Ihr Lieben, das war es jetzt auch hier von meinem Haul. Also das ist ganz schön viel jetzt hier wieder gewesen. Ich wollte auch gar nicht irgendwie allzu lange und allzu Rampapa-mäßig, ne? Aber ich Oh, ich habe von Luvia was vergessen, Leute. Ich habe hier noch was und zwar das Prime Brow Kit. Das habe ich mir auch bestellt. Ist noch nicht ganz gewesen mit dem Haul. Na toll, das war hier versteckt unter der Rechnung. Und da habe ich auch noch für Umme mit dabei gekriegt, diese Concealer-Schwämmchen von Luvia. Ach Mensch. Ah, manchmal, ne? So, und das sind nämlich diese Sondereditionen-Pinsel, die Luvia ja auch anbietet. Ach Mensch. Warum bin ich denn so fusselig, sag mal Leute, hm? Sag mal. Genau. Also das haben die echt schön eingepackt. Einerseits ist es schön, andererseits denke ich mir, macht euch doch nicht die Mühe, Leute. Ich reiße es doch eh auseinander. Also da würde mir das reichen, wenn das halt in diesen Seitensamtsäckchen, wie auch immer, drin wäre. Da musst du nicht noch irgendwie super viel drum herum packen. Ich weiß nicht, wie ihr das so seht. Natürlich ist es für das Auspackerlebnis immer eine schöne Geschichte, aber hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Da habe ich hier nämlich die 425 Brow Definer. Ich meine, dass der nämlich nicht in einem der Pinselsets drin enthalten ist, die ich bislang habe. Deswegen hatte ich mir auch dieses Brow Set ausgesucht und bestellt dann, ne? Auch um an den versandkostenfrei Wert zu kommen. Und dann konnte ich ja mit Daisy 10 oder so. Was hat Sarah Isabel denn für einen Code? Weiß ich nicht. Blende ich euch mal ein. Kriege ich nochmal raus. Das hier ist nämlich nochmal ein Brow Duo. Sowas liebe ich. Also das ist 430. Das ist einer der Pinsel, die ich mittlerweile am häufigsten verwende. Damals habe ich die immer weitergegeben, weil ich dachte, ach, sowas brauche ich nicht. Doch, brauche ich. Spoolies brauche ich und solche feinen Pinsel brauche ich auch. Finde ich total großartig. Mist. Und last but not least habe ich hier noch so ein kleines Ding. Das ist, glaube ich, eine Pinzette, ne? Die war halt in diesem Set mit drin enthalten, aber ich wollte halt die beiden Augenbrauenpinsel haben, weil ich die so von Luvia nicht habe. Und ich verwende ja immer, wenn ich Pinsel verwende, markenmäßig die Pinsel und habe die dann auch so sortiert bei mir. Deswegen bin ich da ein bisschen crazy, weil ich theoretisch natürlich einige von diesen Augenbrauen-Duo-Pinseln hätte, aber halt noch nicht von Luvia hatte, ne? Precision Tweezer sind hier mit drin, genau, also so eine schöne Pinzette. Sowas kann man gebrauchen, sagte sie. Und hatte schon 5 Milliarden Adventskalender ausgepackt, wo sie Tweezers drin hatte. Ja, war aber halt einfach mit dabei. Und ich weiß nicht, ob die dann bleiben wird bei mir oder ob die weiterwandert. Mal gucken. Jetzt aber. Jetzt haben wir es geschafft, Leute. Jetzt habe ich euch alles erzählt. Ich gucke mal, inwiefern ich das Video groß editieren werde. Ob ich da jetzt irgendwie groß auch die Infobox mit befüllen werde, müssen wir mal schauen. Aber ich schaue mal, dass ich euch die Codes wenigstens halt auch irgendwo mit eingeblendet bekomme und in die Infobox mit reinschreibe, ne? Dass ihr da einfach mal schauen könnt, falls euch da was interessiert. Ansonsten die Shops auch irgendwie. Ja, genau. Das kriegen wir alle schon hin. Dann frage ich auch noch Sarah Isabel nach ihrem Code von Luvia, weil da könnt ihr ja auch von profitieren. Ne? So, das war's jetzt hier von mir. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir.
Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!